was haben wir hier? Ist dein Lieblingspilz. Seriously? Holy shit! Biene oder Geist? Ich bin hier eigentlich schon fast der Biene, weil als Geist kann man... Als Geist kann Mario nämlich nichts im Licht machen. Ich glaube, es geht nicht darum, welchen Pilz man lieber hat. Aua. Das war doch. So, komm, ey. Oh, die bewegen sich ja. Meine! So, spawn gefälligst wieder hier vorne, damit ich dir in den Arsch treten kann. Arschloch. Okay. Dieser gelbe Pilz sieht lecker aus. Ja, mehr hast du nicht zu sagen. Keine Hinweise, nix. Sehr, sehr arschig. Geh weg, Buhu. Oh ja, ich mag den ganzen Witz. No. Okay, diese Wasserkanone schleudert doch besser als erwartet. Fies. Echte Gemeinheit. Aber zumindest hat den Kamek nichts ausmachen zu können. Ein bisschen auf das drücken, damit ich fliege. Na, im Ernst, ein Buhu tut da nichts. Wenn ich schon Pilz holen kann. Bin ich gut, oder was? Cool. Oh, Unbesiegbarkeit? Geilo! Moment. Mal kurz gucken. Und zum inneren Ring gibt es jetzt also keine richtige Überleitung, ja? Was macht er eigentlich? Unbesiegbar in den Todstürzern! Yeah! Genau wie Super Sonic. Der Super Sonic kann auch super sterben. Puff. Oh. Ja, Mario springt super in der Form. Schon beängstigend, wie schnell Mario in dieser Form wird. Besonders immer an auf diesem Auto. Ja. Super toller Mario springt super toll weit und stirbt super toll schnell. Na gut, damit kann ich mich ja eigentlich arrangieren. Ich bin schnelle Spiele gewohnt. Grins, aka Sonic-Spiele, aka... Ja, ich bin's gewohnt. Nur die Kamera erlaubt mir keinen gescheiten Blick darauf, wo ich hinhüpfe. Oh. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Auf keinen Fall in der Luft wirbeln. Fataler Fehler. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich den Sprung vielleicht noch geschafft. Der Sprintsprung bringt einen gar nicht so weit, wie man
eigentlich meinen sollte. Boah. Moment mal, das ist ein leuchtender Stern. Erinnert ihr euch noch an Rosalinas Tagebuch? Voller Krimskrams. Aber ich kann nicht aufmachen. Tja. Natürlich ist die Galaxie komplett. Es sind immer nur ein Stern in Fresssack-Galaxien drin. Jetzt kommen wir aber langsam an den interessanteren Punkt des Spiels. Denn ich glaube, jetzt kann ich es ja verraten, weil ich sowieso jetzt gleich hingehe. Das Haus da oben, das ich vor kurzem freigespielt habe, ist das Haus, von dem Rosalina in ihren Bilderbuchgeschichten erzählt. Das sind nicht einfach nur Geschichten, das ist ihre Geschichte. Eine äußerst traurige Geschichte, wenn ich mal anmerken darf. Und das ist Geschichte von einem Mario-Spiel. Nee. Ich liebe, wenn die Kamera nicht ganz mitmacht. Gut, dann geht es jetzt nach oben zu diesem Haus. Und da wird uns auch der kleine rote Luma verraten, was sein Geheimnis ist. Nee, denn der kleine rote Luma ist der eine Luma aus der Geschichte. Das Kinderzimmer ist hier. Das ist der Planet, auf dem wir einst gelandet sind. Auf den uns dieser eine kleine Luma gebracht hat, nachdem wir durchs Weltall geflogen sind. Der Planet, auf dem wir mit den Hasen fangen spielen mussten, nur so als Aufnahmetest, als kleine Prüfung. Und da ist auch Rosalina. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während ich nach einem Ort suche, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde ich dich anerkennen. Das ist ein roter Stern. Ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke A und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst, mit dem Joystick. Wenn du alle 100 Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Ja, der Witz ist... Der Witz ist, diesen roten Stern... Ja, kann man dann nur auf dem Schiff benutzen. Sonst nirgendwo. Nun, ich habe zumindest Bowsers... Also die letzte Festung, wo man dann schließlich den letzten Kampf gegen Bowser hat. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man ihn dort verwenden kann, weil ich da noch nie war. Aber schöne Anvisierung. Ist auch eine super Fähigkeit, muss ich sagen. Mario hat endlich einen gescheiten Suit an. Leuchtende Handschuhe. Man kann damit in praktisch jede Richtung fliegen, auch wenn das Handling vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
Seht ihr, was ich meine? Man kann nicht gescheit zielen mit ihm. Das ist genau wie mit dem Schwimmen. Leicht schwammig. Aber gut, 100 Münzen auf dem gesamten Planeten verteilen. Sollte jetzt nicht so schwierig werden. Die meisten erwischt man zu Fuß. Wenn man andere wieder mit diesem Stern braucht. So. Auch wenn die Störung jetzt eigentlich nicht so schlecht ist von dieser Flugding, eben halt gewöhnungsbedürftig, wie ich gesagt habe. Und auch reagiert er ein bisschen spät, wenn er fliegt. Oh, man kann wirbeln, damit man die einsammelt. Warum hat man mir das nicht gesagt? Was ist auch der Witz? Diese Kraft kann Mario nur in Super Mario Galaxy einsetzen. Warum sind die Goombas? Schwing! Oder auch nicht. Dann müssen wir die Häuser fliegen. Hey. Na? Ich habe es wirklich mal ausgetestet. Ich bin auf einen x-beliebigen Stern gegangen, da war dieser rote Stern dann nicht. Oder ich musste ihn besser suchen. Das kann natürlich auch sein. Okay, das ist der blöde eine Münze, die ich verpasst habe. 69! Ich merke die Zahl. Ist geil. Gut. Ja. Aua. Oh, klasse, guck mal, kommst gerade recht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht abfliegen. Nur für den Fall sammle ich die mal ein, ne? Oh, klasse. Ich hab sie schon fast alle zusammen. Stell dir mal vor, was für eine geile Reise durch die Level haben würde. Das würde mich so ziemlich an die Credits aus den alten Spyro-Spielen erinnern. Weil da ist man ja auch mehr oder weniger, da hatte man mehr oder weniger so einen Kameraflug. So, und da ist die letzte Münze. Und diese Münze würde, also die werden echt zu einem roten Powerstern. Tja, das wird dann wohl auch die Erlaubnis von dem roten Luma sein. Nicht schlecht. Tja, wenn du mir kein Zeitlimit gibst, ist das natürlich einfach. Idiot. So, Galaxie komplett. Ich bedenke jetzt mal eines. Ein Gummiluma. Da oben. Ja, war klar. Ich bedenke jetzt mal eines. Wenn meine Theorie stimmt, dann ist Rosalina mehr oder weniger die Tochter von Peach. Oder vielleicht die Schwester. Ist jetzt die Frage, wie alt ist Peach jetzt eigentlich?